Hallo liebe Kemba, heute mal ein kleines Video zum Thema AGM, Gel- oder Lithium-Akku für den Aufbau Wohnmobil oder auch teilweise Wohnwagen. Da immer mehr Kunden kommen und sich beklagen, dass ihre AGM-Akkus hinüber sind und teilweise nichts mehr funktioniert, wir dann dementsprechend beraten und austauschen. Und dann aber ich immer wieder merke, dass die Kunden trotz alledem nicht richtig aufgeklärt sind beziehungsweise eigentlich gar nicht wissen, warum ihre Batterien nach schon so kurzer Zeit, sprich 1,5, 2 Jahren hinüber sind. Also auf der linken Seite da die ganzen Banner-Batterien, die sind keine 2 Jahre alt. Und ich möchte jetzt mal kurz erläutern, warum das so ist. Hier kommen große Knaus-Fahrzeuge, jeweils 2 Aufbaubatterien, AGMs von der Firma Banner. Mal gucken, was haben die? Wenn wir hier drauf gucken, 95 Amperestunden, eine. Zu zweit sind es dann schon 190 Amperestunden und die Kunden sagen immer, Mensch, hab doch 2 Batterien und verstehe gar nicht, dass die so schnell kaputt sind. Dann schauen wir uns das Fahrzeug näher an und dann stellen wir dabei fest, das Fahrzeug hat verbaut Wechselrichter von der Firma Büttner zum Beispiel, 1700 Watt, Wechselrichter von irgendwelchen Herstellern, ist ganz egal, mit großer Leistung. AGM hat die Eigenschaft, und das wissen, glaube ich, die wenigsten, im Gespräch fällt es dann auch immer so ein bisschen auf, dass das eigentlich gar nicht so bekannt ist, hat ja die Eigenschaft, man darf, wenn man es richtig machen will, nur maximal bis 50% eine AGM-Batterie entladen oder sich den Strom entnehmen. Das heißt, machen wir mal ein leichtes Rechenbeispiel, bei 100 Amperestunden sind es 50 Amperestunden. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn man so einen 1700 Watt Wechselrichter, oder hier hinten steht einer, 1500, das ist jetzt 600 Watt, aber ich habe auch, gibt es ja auch nur mit 1500 Watt, wo oft verbaut waren, verbauen auch wir oft, wo dann, wenn die Kaffeemaschine oder Föhn mal angeschaltet ist, mal ganz schnell 100, 120, 130 Ampere aus der AGM-Batterie rausziehen. Zwangsläufig kann man gar nicht richtig feststellen, ob die Batterie jetzt zu 40, zu 50, zu 60% entladen ist, weil man eigentlich in den Standardanzeigen im Wohnmobil verbaut gar keine vernünftige Anzeige hat, wo man ja nur die Volt ablesen kann. Und ich spreche jetzt nicht von denjenigen, die halbe Elektriker und Hobby-Elektriker sind, sondern ich spreche einfach von den Laien, der sich ein Wohnmobil kauft und besorgt einfach Urlaub machen möchte. Da sage ich immer aufpassen, wenn man AGM-Batterien hat, ist das nicht ganz so einfach. Weil aus der Anzeige raus kann man nicht richtig erlesen, wann ist meine Batterie zu 50% entladen. Man betreibt seinen Wechselrichter, zieht da auf die Schnelle 130 Ampere raus, wofür die AGMs auch gar nicht wirklich ausgelegt sind. Und ruckzuck kommt man unter die 50% Grenze. Und man zieht aus so einer 100 Amperestunden Batterie mal ganz schnell 60, 70 Ampere raus. Und schon hat die Batterie, wenn man das öfter macht, Zellenschäden. Man macht es immer wieder, weil man ja eigentlich auch gar nicht wirklich aufpassen kann, weil der Laie auch gar keine große Möglichkeit hat, das 100% zu beobachten und rechtzeitig wieder an die Steckdose zu gehen. Und das ist genau der Grund, warum dann so eine Batterie nach 1,5 Jahren eigentlich schon kaputt ist. Was natürlich auch ohne Wechselrichter durchaus geht, wobei da die Möglichkeit etwas geringer ist. Da halten die Batterien dann meistens ein bisschen länger. Aber auch hier, wenn man es öfter über die 50% entlädt, ist einfach die Schwierigkeit, dass die Batterie dementsprechend immer wieder defekt ist oder leicht defekt geht. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Lithium-Batterie. Und da muss ich dazu sagen, der Mythos, Lithium sei gefährlich, also im Wohnmobil Lithium, LiFePO4, nein, die sind überhaupt nicht mehr gefährlich, die können auch nicht mehr brennen, explodieren oder sonstige Mythen, wo darum gehen. Das sind ganz tolle Batterien
Und Lithium hat einfach den Vorteil, ich kann diese nahezu zu 100% entleeren. Also wenn wir jetzt hier draufschauen, steht da 12,8 Volt und 100 Amperestunden. Gegenüber der AGM habe ich jetzt hier ganz klar den Vorteil, dass die Batterie einfach die vollen 100 Amperestunden mir zur Verfügung stellen. Warum? Weil wenn die neu ausgeliefert werden, haben die von Haus auf schon ca. 107 bis 110 Amperestunden in der Batterie. So bleiben mir auch wirklich die 100 Amperestunden zur vollen Verfügung. Ich kann die Batterie auch nicht kaputt machen, weil die hat eine sehr hohe Dauerstromentnahme. Das heißt, ich kann hier ohne Probleme mit einem Wechselrichter 130 Ampere rausziehen, ohne dass ich die Batterie schädigen kann. Die hat Ladezyklen, über 3000 Ladezyklen. Wenn wir das mal hochrechnen wollen in Jahre, ein Ladezyklus ist ja komplett entladen und wieder beladen, was ja ich nicht so schnell mache. Und in der Zeit, wo ich das Wohnmobil fahre, kommt es ja gar nicht so schnell vor. Also wenn ich nur ein Viertel entlade und wieder voll mache, ist das kein Ladezyklus. Das merkt sich die Batterie und das kann ich viermal machen, bis ich einen Ladezyklus habe. Somit habe ich den Vorteil, wenn ich das hochrechne, die Batterie hält gut und gern über 10 Jahre. Gerade bei der Firma Liontron haben wir den Vorteil, dass die Firma Liontron 5 Jahre von Haus auf Vollgarantie gibt. Ist ja schon mal echte Hausnummer gegenüber jeder AGM-Batterie. Und jetzt, wenn man sich vorstellen, das kann man gerne an einem Rechenexempel mal durchrechnen, die Batterien sind auf die Jahre gerechnet wesentlich günstiger, und ich sage bewusst wesentlich günstiger, wie jede AGM-Batterie. Und ich kann einfach genau das tun, wofür ich mir eigentlich das Wohnmobil gekauft habe, unbeschwert Urlaub machen, ohne auf die Batterie achten zu müssen, auf die Voltzahl rechnerisch achten zu müssen, was mir mein Panel anzeigt. Ist jetzt 50% raus oder nicht? Gehe ich lieber an die Steckdose, habe den Druck, ich brauche jetzt wieder Steckdose, muss mich schnell anschließen, muss wieder laden. Habe ich alles nicht. Ich kann die rein theoretisch so lange benutzen, bis das Licht ausgeht, das BMS, BMS-System innen drin integriert, verhindert, dass sie tiefenentladen wird. Somit schaltet die rechtzeitig ab, dass nichts passieren kann. Die Batterie geht nicht kaputt, das Licht geht aus, ich stelle fest, ich habe keinen Strom mehr, oh, ich muss jetzt laden. Aber es geht nichts kaputt, die Batterie hält. Und das ist der ganz entscheidende Vorteil zu Lithium. Also ich kann nur wirklich jeden raten, Leute, wenn ihr wirklich unbeschwert Urlaub machen wollt und nicht immer auf die Batterie achten wollt und nicht alle 1,5, 2, 3 Jahre neue AGMs kaufen muss, weil auch das geht ins Geld, weil wenn ich 2 Stück von den AGMs drin habe, dann bin ich da auch immer ganz schnell bei 2 Stück, 600 Euro ungefähr. Nur als Rechenbeispiel, 200 Amperestunden AGMs, 600 Euro. Hier eine Lithium 100 Amperestunden, ja, liegt ungefähr bei 950 Euro. Rechnet es hoch, die hält über 10 Jahre. Die AGMs alle 2 Jahre, 3 Jahre. Brauchen wir nicht viel rechnen, brauche ich keinen großen Taschenrechner, was hier günstiger ist. Also ich kann es euch nur empfehlen. Und einfach aus der Thematik raus, dass AGMs wirklich für einen Laien schwierig vom Handling her ist, wenn man gedankenlos und einfach relaxed Urlaub machen möchte und nicht darauf achten möchte, wie ich mit AGMs richtig umgehe. Die Aufklärungsarbeit ist hier immer ganz schwierig, weil hier wenig aufgeklärt wird. Kommt ja nur dazu, man hat einfach immer die Problematik, man kauft ein Wohnmobil, kriegt es halt mehr recht wie schlecht oder mehr schlecht wie recht übergeben. Erklärungsbedarf ist auch nicht immer so richtig hundertprozentig toll. Und ja, dann kann eben sowas passieren. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel so einen 1700 Watt Wechselrichter. Hier haben wir noch einen kleinen 500er, sprich 300 Watt Wechselrichter. Nee, Quatsch, das ist ein 600er, was erzähle ich. Hier oben haben wir noch einen kleinen Ladebooster.
Und um solche Komponenten ohne große Probleme verwenden zu können, egal jetzt ob von der Firma Büttner oder von irgendwelchen anderen, haben wir wirklich die besten Chancen, gedankenlos, relaxed Urlaub zu machen und eben damit sowas nicht passiert, damit man hier so einen Stapel Batterien zusammenkriegt, einfach Lithium. Ich kann es nur immer wieder betonen, wenn ihr austauschen müsst, kauft euch oder Überlegung ist es wert. Ich kann es nur so beraten. Eine Lithiumbatterie ist einfach schon ein Thema, wo ich sage, im Campingsektor einfach, ich will nicht sagen muss, aber es ist schon eine tolle Sache. In diesem Sinn, hier haben wir unseren neuen oder tollen Sun Living stehen. Den habe ich ja im letzten Video schon angepreist, hier nochmal in einer großen Aufnahme. So, hier läuft nur unser Kaminfeuer, damit es schön gemütlich ist, wenn wir hier sitzen und Beratungsgespräche haben bei einer Tasse Kaffee oder einem Tee oder was auch immer und uns in Ruhe unterhalten können. Haben wir jetzt extra so einen schönen kleinen Kamin hier gekauft, damit es ein bisschen kuschelig ist, so ein kleines Winterfeeling, passend zu der Jahreszeit. Jetzt ist ja wirklich düster draußen. In diesem Sinn, ein kleines Video über AGM oder Lithium. Bei Fragen bin ich gern bereit, mit euch zu korrespondieren oder mit euch zu reden, beziehungsweise euch die zu beantworten. Und ich freue mich immer über rege Zuschrift und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und gute Zeit. Und hoffentlich dürfen wir bald wieder alle spazieren fahren mit unseren schönen Wohnmobilen. Alles Gute, bleibt gesund, bis bald, tschüss.